Hallöchen, ich begrüße euch schon mal zu diesem Video mit diesem laufenden Licht. Und zwar ist es jetzt das Video, was ich machen wollte mit dem Buntblink. Hast du nicht gesehen? Es hat mir relativ viel Kopfschmerzen bereitet. Gerade eben wieder, ich mache Video und es will einfach nicht funktionieren, so wie es soll. Deswegen mache ich das Video jetzt nochmal komplett von vorne. Ist ja kein Problem. Also was haben wir hier? Wir haben hier eine LED-Matrix. Die ist 8 LEDs hoch und 32 LEDs breit. Das sind 256 LEDs. RGB mit dem Controller WS2812B. Und dieser Controller sitzt in jeder einzelnen RGB-LED drinne. Und so wie die LEDs jetzt hier gerade laufen, so ist der sind die LEDs auch angeschlossen, alle nacheinander, so im Zickzack, im Vertikal-Zickzack. Es kann jetzt nicht nur grün leuchten, es kann auch weiß leuchten. Ich kann es auch weiß machen. Ich muss ja mal kurz gucken, wo war das hier? Da, ich mache es mal weiß. Ich mache es auch nicht so hell, sonst ist das, ja, da nochmal. Und jetzt läuft das gleich in weiß durch. Naja, für euch sieht es mehr blau aus. Hier ist es ein bisschen viel blau drin. Also machen wir ein bisschen weniger blau. Dann sollte das ein bisschen weißer kommen. So, jetzt ist ein bisschen weniger blau drin. Ich mache mal das Licht aus. Dann kann man das sehen. So, das hier ist nicht mein Projekt. Auch nicht meine Sache, die habe ich für jemanden oder mache ich hier gerade für jemanden, der das aber nicht so haben wollte. Der wollte da was an Schrift drauf haben. Und da hatte ich ihm gesagt, für sowas kannst du einen Raspberry Pi nehmen. Da kann man ja dann, was weiß ich, was sonst machen. Die sind ja ordentlich Power, haben die ja ohne Ende. Aber das Problem ist, du musst den Raspberry Pi hochfahren, runterfahren, hast du nicht gesehen, Programm starten und das wollte er nicht. Er wollte es eigentlich einschalten und soll laufen. Also machen wir es mit einem Arduino. Ich habe hier den Arduino Nano mit dem Atmega 328P. Der reicht gerade so noch aus dafür, was er haben möchte. Ich werde euch nachher gleich auch zeigen, was das ist. Nicht genau das, was er kriegt, aber ähnlich. Und wo die Probleme lagen. Die Probleme waren wirklich erstmal rauszukriegen, wie ist das Ding hier aufgebaut, wie muss ich es ansteuern. Weil das ist noch relativ einfach. Das ist ein simples Programm, was das macht. So, jetzt habe ich hier schon ein weiteres Programm vorbereitet. Das funktioniert auch. Hält er an und jetzt kommt da schon eine Schrift. Da steht jetzt Howdy. Ich kann da jetzt auch was anderes reinschreiben. Ich kann reinschreiben, was ich will. Ich kann die Farben ändern, ich kann die Geschwindigkeit ändern, ich kann die Richtung ändern, ich kann alles ändern, was ich will. Das ist auch noch relativ einfach gewesen hinzukriegen. Auch nicht speichern. Er wollte es aber ein bisschen anders haben. Jetzt lade ich das mal hoch. Und an dem Programm, da bin ich nachher langsam verzweifelt. Ihr seht jetzt hier schon, da steht jetzt Hallo YouTube. Und die Schrift ist jetzt auch eine andere. Und sie läuft durch die Farben durch. Also hier in der hier in diesem Bereich ist blau, hier ist ungefähr rot oder lila oder was das hier ist. Und dann wird es zu grün, zu gelb, zu rot. So wollte er es gerne haben, dass es so durch die Farben durchläuft. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich weiß nicht, wie es mit Licht ist. Das Licht ist doof. Ach, da habe ich keinen Strom drin. Da muss ich kurz mal... Mach das mal so. Mach das mal ein bisschen so.
Ich weiß nicht, ob das so auch geht, keine Ahnung, aber ihr seht hier, es läuft eine Schrift durch, so war es angedacht. Und das ist eine Schriftart, deren Font ich selber erstellt habe aus einer Schriftart von Windows. Die nimmt schon viel Speicher weg. Das erste Problem war rauszukriegen, dass das so angezeigt wird. Ich mache mal den Fehler rein, den ich auch extern hatte, wo ich einmal angefragt habe, wieso ist das so? Ja, du stehst davor, denkst dir, wieso ist das so? Und machst und tust und darfst du dann noch extern anhören, von wegen so, ja, wie hast du es angeschlossen? Welche Fehler hast du da gemacht? Bla bla bla, Schaltplan, wie ist es aufgebaut und so weiter und so weiter. Es ist eigentlich nur ein reines Codeproblem, weil vorher hat es ja die Schrift ordentlich angezeigt. Es hat ja nichts mit dem Anschließen zu tun, aber ist egal, die Leute, wenn sie das wissen wollen, dann kriegen sie das. Ist egal. So, der Fehler war eben in der Zuordnung mit den LEDs. Und zwar, die LEDs sind ja 32 LEDs so lang. Und man kommt ja nun nicht auf die doofe Idee, dem Programm zu sagen, es sind minus 32 LEDs. Wenn ich da nämlich jetzt ein Minus reinhaue, dann steht die Schrift wieder gerade. Das war der erste Punkt, wo es mir richtig Kopfschmerzen bereitet hat, das rauszukriegen, dass das wieder richtig rumsteht. Dann war die andere Sache, da komme ich jetzt zu, es ist eine Schriftart. Und da war die Frage, kann man nicht zwei Schriftarten nacheinander machen? Kann man. Kann man machen. Und da muss ich jetzt leider, die Schrift ist jetzt eine andere, da steht nicht Hallo YouTube, das ist, geht vom, von den Fontdaten nicht her, weil die sind ein bisschen beschränkt, weil die den, jetzt muss ich nochmal gucken. Einmal kurz bla 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 bla, wo ist denn das hier? Den Speicher für die Variablen, für die globalen Variablen, der ist voll mit 95%. Der Programmspeicherplatz ist mit 32% belegt. Der Programmspeicherplatz sind halt eben die Anweisungen, schalt ein, schalt aus, lass laufen hin und her, hast du nicht gesehen. Und die globalen Variablen sind halt diese Schriftarten. Und da, wenn ich zwei Schriftarten nehme, bin ich mit 95% und das ist schon ganz schön viel. Und jetzt mache ich das mal an. Und bis ich da hingekommen bin, hat das Ewigkeiten gedauert. Und jetzt mache ich erstmal das Licht hier aus, weil das dann relativ dunkel ist. Da steht jetzt Hallo ihr in der einen Schriftart und jetzt kommt etwas, das kann man kaum lesen. Wer Runen kann, der wird das wahrscheinlich auch lesen können. Denn die eine Schriftart ist sowas ähnliches wie Runen. Sowas ähnliches. Oder es sind Runen, keine Ahnung. Oder eine Art Runen, keine Ahnung. Wollte derjenige so haben. Den richtigen Namen, den er kriegt, ist nicht das, was jetzt hier steht. Da schreibe ich nachher das rein, was er kriegt. Ich muss bloß gucken, dass die Schrift jetzt in dem Programm, so wie es jetzt ist, nicht länger als 9 Zeichen ist und 2 Leerzeichen am Anfang, 2 Leerzeichen am Ende. Insgesamt 13 Zeichen ist diese Schrift lang. In der einen Schriftart und in der anderen Schriftart. Und da ist ein Zähler drin, der zählt die Durchläufe, bis die Schrift weg ist. Und schaltet dann in das nächste Programm. Da der Zähler aber unterschiedlich lang laufen muss für die eine Schriftart und für die andere Schriftart, ist das ein bisschen kompliziert gewesen, das rauszukriegen. Ich hab's jetzt, das lief gestern gut 2 Stunden, ohne dass da irgendwie Mischmasch kam, denn der Mischmasch war vorher so. Ich kann es ja mal versuchen, mal hinzukriegen. Müsste jetzt so kommen, bis ich dahin gekommen bin, dass ich den Zähler genau auf die genaue Zahl kriege, damit das richtig durchläuft. Hat mich hier
Zeit gekostet ohne Ende. Ihr seht schon, er ist jetzt einfach reingesprungen. Und jetzt springt er da rein, ohne die Zahl richtig anzuzeigen. Er wechselt immer hin und her, mittendrin, rein und raus, was er nicht soll. Er soll ja eine Schrift im Ganzen anzeigen und dann die andere Schriftart in einem Ganzen. Ich werde das Programm jetzt auch nicht veröffentlichen. Ich zeige jetzt hier keine Programmbeispiele, nichts. Weil ich werde keine Fragen dazu irgendwie beantworten können, die da vielleicht kommen würden. Ob ich das irgendwie für jemanden mal machen kann, der das möchte. Sorry, nein, das mache ich nicht. Es hat mir hier Kopfschmerzen bereitet ohne Ende. Ich brauchte externe Hilfe dazu. Selbst die war noch nicht hundertprozentig perfekt. Da habe ich dann auch noch dran rumtüfteln müssen, bis ich es jetzt endlich so habe, wie es jetzt ist. Dass es richtig schön von die eine durchläuft und dann die andere durchläuft. Kommt mir nicht, ihr wollt da noch irgendwie eine Uhrzeit und sonst was, ob das so alles geht. Man kann eigentlich alles damit machen, was man möchte. Man könnte sich jetzt auch, gibt es bestimmt irgendwo auch ein Beispiel mit Grafiken, dass man sich da irgendwie Grafiken anzeigen lassen kann. Wenn man jetzt die Hälfte davon da untersetzt. Ich mach mal Licht an. Die eine Hälfte da untersetzt, dass das ein schönes Viereck ist. Dann kann man sich vielleicht auch Grafiken anzeigen und. Ich möchte darüber aber keine Hilfe geben. Es hat mir selber hier Probleme bereitet ohne Ende. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was ich hier mache. Und wo die Probleme lagen. Das andere Ding ist, das Ding braucht extrem viel Strom. Im Moment läuft er hier so mit 1/2 Watt circa. Kann man jetzt noch sagen, er nimmt sich da noch was vom PC. Obwohl, ich kann den PC einfach abziehen. Ja, 1/2 Watt. Es sind jetzt ungefähr 90 Milliampere Stunden, die er jetzt so zieht. Es ist die Helligkeit ist aber von den Schritten her, die gehen ja von 0 bis 255 bei 5. Ist nicht mal volle Helligkeit. Ich werde nochmal, das fiel mir heute Nacht noch ein, nochmal versuchen, was zu machen mit einem Poti, dass man eventuell die Helligkeit einstellen kann. Dass derjenige sich die Helligkeit noch einstellen kann. Wenn ich das jetzt einfach mal. Welches. Das erste brauche ich nochmal. Wo hatte ich das denn zuletzt geöffnet? War das simpel? Ja. Wenn ich das jetzt nochmal nehme. Pin 2. Delay machen wir mal hier wieder 20. Farben. Rot 255, grün 255 und blau 255 ist volle Kanne, alle LEDs volle Kanne on. Wenn ich die jetzt reinhaue, das wird erstmal die Kamera übersteuern, bis und geht nicht mehr. Ja, das war noch verkehrt. Ich habe die Pixels vergessen. Die Pixels sind ja 256. So sind es jetzt schon 2 Watt. Und ich komme nicht mal dahin. Das waren eben über 22 Watt. 425. Jetzt geht er wieder runter. Ich schaffe es nicht. Das Netzteil kann 5 Ampere liefern. 5,1 Ampere. Schaffe ich nicht, die Matrix volle Kanne zu betreiben. Sie kann unter Umständen bis zu 15 Ampere Strom ziehen.
Das nur mal als Hintergrund. Also, das Ding wird wirklich schweinehell. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mir nicht noch irgendwie zwei von diesen Dingern besorge und hier als Beleuchtung zum Film nehme. So, mach das mal weg und mach noch mal das wieder rein, sonst kriege ich hier gleich die Krise. So, sind wir wieder da. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Das habe ich hier gemacht für denjenigen, der in Hardware viel kann und Software die ganze Scheiße schon in die Ecke schmeißen würde, nur um allein die Library, die ihr dafür benötigt, für die Arduino IDE reinzukriegen. Selbst das wird er nicht hinkriegen, aber die ganze Scheiße in die Ecke schmeißen. Er wollte es mit einem Raspberry Pi machen, da habe ich dann auch einige Beispiele rausgepult. Und da ist er schon halbwegs ausgeflippt. Über Telegram habe ich mit ihm gesprochen. Ist er halbwegs ausgeflippt, weil er es irgendwie nicht hinhauen wollte und hast du nicht gesehen. Da wollte die ganze Scheiße schon in Müll schmeißen, sagen wir es mal so. Dann habe ich ihn angeboten, schick es mir, ich versuche mein Glück. Und dann kam er mit, ja, ist Arduino nicht besser? Ich sage, ne, Arduino kann ich dir geben, habe ich hier noch einige von. Das ist ja simpel, das sind bloß drei Pins. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier, ich habe hier letztens gerade die AT-Tinys von mir in der Hand gehabt. Ob die eventuell auch ausreichen. Da muss ich nicht einen ganzen Arduino Nano nehmen. Dann kann ich vielleicht auch einen Tiny nehmen mit internem Takt. Das ist einfach nur ein IC-8-Beinchen oder ich glaube ein 16er oder 24er. Da habe ich eine AT-Tiny. Wie heißt denn der jetzt? Muss mal gucken. AT-Tiny 4313. Oder halt den. So mal raus. Hier ist noch so ein kleiner. AT-Tiny 13? Kann ich nicht erkennen. Mal Lupe. Was steht hier? AT-Tiny 13A. Ob der vielleicht hinreicht oder etwas größere, weiß ich nicht. Da reicht ja der interne Takt, da brauche ich ja kein ganzes Hühnerfutter ringsrum. Fiel mir noch so ein, muss ich mal gucken und ob ich das eventuell müsste, aber theoretisch hinhauen, muss ich bloß ausprobieren. Vom Programm her eine Helligkeitssteuerung mit Poti, dass man das einstellen kann, beziehungsweise über Jumper 3 oder 4 Jumper, je nachdem, wenn er da oder da steckt, ist es eben so und so hell. 30, 40, 50, 60% oder 30, 50, 70, 90% oder sowas, keine Ahnung. Weil ich weiß nicht genau, wie hell er es haben will, wenn ich das hier nämlich auf volle Kanne stelle. Weil da soll noch eine Platte drüber. Wenn ich da jetzt 255 die volle Helligkeit reinknall. Ja, gut. 3. Ja, knapp 4 Watt in der Spitze nimmt das Ding so. Und ob das so hell genug ist oder zu hell ist, weiß ich nicht. Ob das vielleicht noch einen Ticken dunkler muss, weiß ich auch nicht. Muss man mal gucken. Also es ist sehr viel möglich mit den Dingern. War mein erstes Mal, aber wie gesagt, ich werde keine Fragen zu. Kannst du mir mal irgendwie ein Programm schreiben, damit das da bei mir auch so und so hinhaut? Das mache ich nicht. Tut mir leid. Kommt mir ja nicht damit an. Ich habe hier echt Tage, Wochen verbracht, um das hinzukriegen, damit das hier läuft.
Gut. Video schon wieder ganz schön lang geworden. Und damit verabschiede ich mich dann auch. Und es geht dann nochmal wieder mit Amiga weiter. Das war jetzt eigentlich nur dazwischen geschoben. Ich will noch was Schönes für den Amiga zeigen, was auch nicht so wirklich jeder kennt. Was es mal gab und was schon recht gut ist, sagen wir es mal so. Gut, aber dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.